Ja, ich denke, das lasse ich dann lieber. Das lasse ich dann. Dann mache ich nur einen normalen. Ja, okay. Dann kannst du den normalen Flammstrahl ansagen. Kannst du schon mal würfeln. Wie lange dauert das? Zwei Der Aktionen? braucht drei Aktionen. Drei Aktionen? Zwei? Ne, vier Aktionen Vier sogar. Aktionen, alles klar. Dann kannst du anfangen zu zaubern. 14 Tau. Was ist mit den Personen, die gerade fällt? Du hast gesagt, diese Runde oder letzte Runde ist gerade unser Begleiter, der irgendwo stand, Genau, der down stand gegangen. gerade neben euch, ist dann weggeflohen, wollte irgendwo hin und der wurde jetzt von diesem gehörnten Dämon, wurde der Okay, gerade liegt der in. noch am Boden und ist Ja, bewusstlos ja. oder bei null Lebenspunkten? Also, du bist ja nicht ganz sicher, ob er sterben wird, aber der gehörnte Dämon ist zumindest zufrieden und würde sich dann in Richtung von euch wenden. Okay, gut. Also, er ist auf alle Dann. Fälle nicht bei Bewusstsein, er ist nicht kampffähig. Und der Dämon lässt von ihm ab. Der Dämon lässt von ihm ab. Okay, gut, Möchte dann jetzt euch kann ich. angreifen, weil ihr die Wehrhaften seid. Dann gehe ich in zwei Paraden über. Okay. 15. Prior, du bist weiter am Exorzieren. Fiat Justitia, Deo volente. 16. Travigo. Ja, Lumpen! Ich hau den vor mir. Den verfluchten Dämon. Den verfluchten Dämon wird nicht parieren, sondern zweimal angreifen. Weißt du zwar nicht, aber er tut's. Ja. Das ist gedungen, kannst du Schaden machen. Du hast einen normalen anderthalb Bänder, ne? Es ist nicht magisch und nicht geweiht. Das war falsch. Das sind der vor Moment, dir. da fehlt noch eine plus 9, also 17. Eine plus 9? Ja, wegen der ist vom Heldenschmied aus Ah, vom Gareth. Heldenschmied. Ja, du hast recht. 17, sagtest du? Ja. Aua. Der Dämon würfelt eine Selbstbeherrschungsprobe. Und bleibt stehen. Nach der 16 kommt die 19. Kasim. Ja, ich ziehe ein Eolithus in der Sturmvariante, nur diesmal kürze ich ihn auf eine Aktion Ja, und stopp, ich ziehe pariere. vor. Ich ziehe vor. Und zwar fange ich jetzt mit allen meinen verfluchten Dämonen an, vorzuziehen. Beziehungsweise ich fange erstmal bei Pergin an. Und ich schlage zweimal auf Pergin zu. Ich treffe auf die 18 normalerweise. Ich sage keine Finten mehr an, sondern die Erschwernisse. Ich hatte bei, glaube ich, allen, außer bei Kasim hatte ich auch mal nicht getroffen. Ansonsten habe ich noch die Erschwernisse. Ich würfel einfach mal und zwar 6 Stück. Und dann schauen wir mal. Die 6 würde treffen. Die 17 trifft nicht. Die 10 trifft. Die 10 trifft. Die 14 für Kasim trifft auch. Und die 1 würde sogar mindestens eine halbe Parade sein. Wir fangen mal oben bei Pergin an. Die 6. Möchtest du Ja, parieren? die wird natürlich, die pariere ich. Das ist gelungen. Falls kein Und ich Wuchtschlag ist, würde. spare ich mir einfach mal die SP dahinter. Die 17 trifft nicht, die 10. Das ist der erste für Travigor. Das ist keine Finte oder so, oder? Das ist keine Finte mehr, nein. Dann riskiere ich nochmal eine meisterliche Parade plus 3. Das ist Jawohl. gelungen. Dann nochmal die 10. Da würde ich wieder treffen. Da kann ich nichts mehr zu sagen. Dann hau ich dir 10 TP ins Gesicht. Trefferzone kannst du selber machen. Dann die 14 trifft. Das ist der erste für Kasim. Den möchte ich bitte parieren. Ja. Und den zweiten, wenn du ihn kritisch. Ach komm, den zweiten, den würfelst du nochmal für einen Chip. Du möchtest einen Schicksalspunkt benutzen? Ja, für die Eins. Schade. Hab schon zweimal gefressen. Okay. Die 4, das ist weiterhin getroffen, aber Das ist immerhin nicht kritisch. nicht kritisch. Falls Ihre Waffen Bruchfaktor anfällig sind, steigt der Bruchfaktor von allen Holzwaffen, die mit meinem Schwert in Berührung kommen, sofort um 6. Holzwaffen? Ja, Die oder Klinge Waffen, ist. deren Stiel aus Holz ist. Ja, okay, deren Stiel aus Holz ist. Der Bruchfaktor steigt wie viel? Um 6 Punkte. Um 6 Punkte. Für Müssen Sie eine jede Bruchfaktor. Parade. Müssen Sie eine Bruchfaktorprobe machen? Nicht sofort, aber wenn der Bruchfaktor auf Max ist, müssen Sie, glaube ich, immer eine machen. Okay.
Dann die 4 ist getroffen und da willst du nichts gegen tun, richtig? Du wolltest ja zaubern. Ich kann nicht. Ich habe den Zauber angesagt, ich muss ihn zaubern. Korrekt. Schade, das sind nur 6 DP. Aber ja. Ich habe noch einen zweiten, beziehungsweise einen vierten Dämon, der jetzt einen Sturmangriff macht, und zwar auf Tau. Die 12 Meter schafft er, dann ist er diese Runde dran und haut Tau einen Sturmangriff ins Gesicht. Das ist erstmal erschwert um 4, ne? Genau, um 4. Und dann machst du noch eine Ansage dazu? Komm, ich mach mal eine Finte 2. Sturmangriff, nee, darf ich den? Darf ich den finden? Darf ich nicht, einfach Nein, Sturmangriff. Nur einfach nur ein Sturmangriff. Geschafft. Pariert. Schade. Gut. Dann bin ich erstmal soweit durch und Perjin kann. Nee, Entschuldigung, Kasim mit der 19. Genau, ich war noch dran. Ich hatte den doppelt verkürzten Aeolithos angesagt. Das ist eine Probe plus 7, plus 2-mal verkürzen. Sind für den Gildenmagier 5. Weil halbiert, sind wir bei plus 12. Ja. Das bedeutet, der Dämon muss jetzt eine Körperkraftprobe machen. Moment, das ist ein Kegel. Aber ob der Basisbreite des Kegels kann ich nur Travigors und meinen treffen. Okay, würde ich zulassen. Macht auf alle Fälle Sinn, so von der Strahlmodifikation her. Körperkraftprobe plus was? Plus meine Sternchen und ich habe 2. Die Zauberspezialisierung noch nicht. Also, Körperkraft plus 2. Körperkraft plus 2. Dann bleiben die beiden Dämonen stehen und können weiter kämpfen. Verlieren die Initiative? Sekunde. Ich muss gerade gucken, ob da steht, dass es ein Angriff zum Niederwerfen ist. Nein, es ist nur an der Körperprobe, dass sie nicht umgeweht werden. Ja. Es ist kein Angriff zum Niederwerfen. Okay. Dann darf Perjin noch einmal zuschlagen. Ja, ich greife natürlich an. 19, nicht gelungen. Nee. War keine Ansage drin und du hattest schon einmal pariert, kann das sein? Ja. Gut, dann alle durch. Nächste Kampfrunde. Ja. Die 12, ich würde gerne vorziehen. Vor. Ja. Ich würde auch gerne offensiv umwandeln. Ja. Zweimal zustechen, keine Parade. Ja. Das gelingt. Kannst gleich den zweiten hinterher machen. 10, auch das gelingt. Dann kannst du zweimal Schaden machen. Ich werde auch zweimal Schaden machen. Dann ziehe ich nämlich alle vor. Das ist einmal eine 8 auf dein, sind 6. Und einmal 10 sind 8. Dann sind das keine Wunden, aber der Dämon fängt weiterhin an zu bluten und dein Speer hat wohl auch schon Fleischbröckchen rausgerissen. Jetzt fange ich weiter an mit meiner Streitaxt. Eine Finte brauche ich nicht, einen Wuchtschlag 4 auf Perjin. Das ist gelungen. Ich mache noch einen Wuchtschlag 4. Auch das ist gelungen. Dann mache ich einmal 13 TP. Ne, 11, Entschuldigung, 11. Man muss da auch addieren können. Einmal 11 TP und einmal 14 TP. Schwere Schläge, die du einstecken musst. Und ich mache weiter mit dem von Travigor. Ich gucke gerade mal. Ja, der hat auch noch genug Lebenspunkte. Ich mache das gleiche. Wuchtschlag 4. Oh, nee, du bist ein Schildkämpfer. Nee, du bist kein Schildkämpfer, ne? Du bist ein Anderthalb-Händler. Nee, anderthalb. Ja, ich mache einen Wuchtschlag, komm. Wuchtschlag 4. Das wäre gelungen. Und noch ein Wuchtschlag 4. Das wäre gerade so gelungen. Ich würde gern nur den ersten parieren. Und zwar mit einer meisterlichen Parade plus 8. Ja. Ich krieg die 3 Erleichterungen von der letzten meisterlichen Parade. Das ist korrekt, dann hast du insgesamt jetzt 8 Punkte angespart, ne? Das genau. Mehr. Aber der zweite geht leider durch. Okay, du kannst auch nicht vorher, ich muss gerade überlegen, 8 Initiative folgen. Du könntest, wenn du willst, könntest du nicht vorher. Nee, genau, dann mache ich Schaden. Das war ein Wuchtschlag. Das sind sagenhafte 10 TP.
Rutsch. Und dann mache ich weiter mit Kasim. Okay, Frage. Ja. Du hast Fleischbrocken beschrieben. Sind das wirklich Dämonen? Ich habe eine Spezialisierung Dämonologie auf Magiekunde. Ja, würfel gerne mal eine Magiekunde. Spezialisierung Dämonologie würde zählen. Allerdings kostet dich das. Das kostet dich eine Aktion. Willst du das tun? Nee, dann pariere ich den ersten Angriff und das ist eine Reaktion. Meine Aktion kommt vor seiner zweiten Aktion. Ja, ich mache erstmal einen Wurfschlag. Genau. Das ist gerade so gelungen. Und dann versuche ich zu parieren. Vor seiner zweiten Aktion ziehe ich den Frigofaxius aber diesmal als Kegel, weil enger Strahl nutzt mir nichts. Scheinbar. Das pariert. Okay, dann würde ich wie gesagt einen weiteren Wuchtschlag machen, aber du darfst vorziehen. Genau, das heißt, ich verkürze die vier Aktionen auf eine, das sind wieder 5 Punkte Erschwernis. Mhm. Kegel sind 2 Punkte Erschwernis, also in Summe 7 Punkte Erschwernis auf den Frigofaxius. Ich sage das dann entsprechend demselben Kegel wie wieder auf die beiden Kollegen hier an. Ja. Und ich... Hattest du einen engen Strahl? Wundschwelle minus 2, nee. Ne? Hattest du nicht, okay. Nee, Wunschwelle ist nicht minus 2. Ich weiß ja nicht, dass es vermutlich keine Dämonen sind. Das ist jetzt ein OT-Schluss von mir. Ich gebe denen deshalb einen Kegel, sodass beide getroffen werden. Die TP werden gleichmäßig verrechnet. Okay. Und ich gebe jedem 4W6, also insgesamt 8W6. Okay. Sekunde, Würfel kommt. Rigifaxius ist geschafft. Dann kannst du 8W6 würfeln. Sind für jeden. Der eine bekommt 13, der andere bekommt 14. Ja, genau. Der mit 14. Alle Waffen, die getroffen werden. Um. Bruchfaktor. Das ist der von Travigo, der ist tot. Oh ja. Und wird ein bisschen aus dem Kampf rausgeschleudert durch die Eisbröckchen, die Eiskristalle, die seine Haut durchfetzen oder seine Protomasse, sein Protofleisch. Und der andere bekommt 13 SP bzw. TP und der hatte vorher noch keinen Schaden bekommen. Dann habe ich noch einen Dämon für Tau, auch den werde ich vorziehen. Achso, Entschuldigung, ich kann noch Kasim aufschneiden mit einem Wuchtschlag 4. Der Dämon muss noch eine Selbstbeherrschungsprobe machen, wegen Wunden. Ist richtig, er hätte sowieso nicht getroffen, aber ich werde den die Wundschwelle mal vom, bzw. die... Ist aber normal, nicht minus 2. Selbstbeherrschung wird... Was ist das hintere Talent? Körperkraft? Konstitution? Muss er geschafft haben. K.O. oder K.K. Ja, also hat er geschafft. Dann bin ich mit dem Kasim durch. Tau wird angegriffen zweimal. Beides Wuchtschlag 4. Au. Mach einfach 2W20, dann können wir das selber uns angucken. Treffen beide nicht. Okay, dann brauche ich nicht würfeln. Und die 20 ist gepatzt. Schauen wir mal. Patze. Patzen nicht. Er stolpert. Der Dämon stolpert in dein Schwert rein und verliert Initiative. In meinen Stab. 4 Stück, ne? Stolpern sind 4? Stolpern sind 2. Ja, 2 nur. Okay, gut. Dann bleibe ich auf der 20 mit dem von Tau. Dann habe ich alle meine Dämonen vorgezogen und wir fangen wieder an bei der 12. Geron. Ja, ich schätze mal, ich werde ihn nicht mehr treffen können, weil inzwischen Praldo und Tau in meinem Schussweg stehen. Doch, kannst du. Zumindest den einen, den zweiten nicht mehr. Dann gehe ich trotzdem sicher, mache noch mit einem freien Schritt einen Ausfall zur Seite und würde mit meinen beiden Aktionen den Ignifaxius beenden. Okay, Ignifaxius auf den hier? Genau, auf den. Wie viele Würfel? Mit 4 Würfeln. Mit 4 Würfeln? Da. Kann ich gleich würfeln? Ja. Er ist fertig, er kann soweit nichts mehr machen. Ignifaxius, Flammenstrahl. Und mein Schwertarm, meine linke Hand streckt sich nach vorne und ein Flammenstrahl löst sich aus meinen Fingern. Ja, der Dämon fängt an zu brennen. Es stinkt nach Protofleisch und verbrannten Haaren. Und er wird nicht kampfunfähig. Ich würfel gerade mal eine Mutprobe. Er kann zumindest stehen bleiben und überlegt sich jetzt zumindest, dass er nicht Tau angreift, weil Tau nichts drauf hat. Er wird auf alle Fälle nächste Runde dich angreifen.
14, taub. Also ich habe jetzt noch meine zwei Aktionen, weil ich nicht parieren musste, richtig? Ich hatte zweimal, zweimal angegriffen, war beides nicht gelungen. Sind noch 1, 2, 3, 4, 5 Dämonen auf dem Feld. Genau, die andere. Ich möchte eine Magiekunde-Probe würfeln, um festzustellen, ob es Dämonen sind. Ja, Dämonologie zählt. Habe ich leider nicht. Wissen. Magiekunde, danke. Das ist gelungen. Danach möchte ich einen Korpofessor ansagen. Korpofessor Gliederschmerz, was tut der? Er reduziert, also die Leute leiden unter extremen Schmerzen, sind zu keiner Kampfhandlung mehr fähig. Also die Körperkraft um einen ZFW-Wert halbiert. Mhm. Und die Gewandtheit um ein Viertel. Also sie würden theoretisch, wenn ich ihn durchkriege, um 7 Punkte erschwert. Okay. Körperkraft verlieren, meinst du? Genau. Körperkraft verlieren. Auf mehrere Ziele. Ja. Der dauert 5 Aktionen, das heißt, ich bin beschäftigt. Ja, kurz zu deiner Magieprobe. Du hast noch nicht so viel Erfahrung mit diesen Dämonen gemacht. Das Eis an den Hufen der Pferde ist merkwürdig und sechsbeinige Pferde sind ebenso sehr nicht möglich. Du hast zwar welche in Oron gesehen, aber das sind keine oronischen Sechsbeiner. Es sind gehörnte Dämonen, die jetzt angreifen, aber dass die bluten, ist trotzdem merkwürdig, dass sie, gut, das ein oder andere Mal gibt es sowas wie ein Schreien, ein Kreischen, aber das klingt vielleicht nicht nach Niederhölle. Du bist dir nicht sicher, was das ist. Vielleicht Schmerzen nicht das, was, wonach das aussieht. Schmerzen lösen alles. Paludur, würfel mal bitte eine Liturgiekenntnisprobe. Okay. Und dann kannst du weiter anfangen zu beten. Gott, was ist mit der Liturgieprobe jetzt? Also sonstiges. Mystisch, glaube ich. Ah ja. Während du betest und den Exorzismus vorbereitest, spürst du, wie wohl, auch wenn die Sonne bereits am Untergehen ist, Praios, es gibt keinen Widerstand, es gibt keinen niederhöllischen Widerstand, während du betest. Und das ist merkwürdig. Okay. Du kannst natürlich weiter beten und deinen Exorzismus beenden. Du kannst dir auch überlegen, was du tust. Angreifen. Alles klar. Ein Angriff hast du noch, und zwar auf den von Tau, der jetzt gerade brennt. Das ist gelungen. Dann kannst du Schaden machen. Ja. Es ist 9. Ja. Ich weiß nicht, ob da Schaden raufkommt durch das Sonnenzepter als Heiligwaffe, keine Ahnung. Ja, vielleicht, weißt du nicht. Du machst auf alle Fälle Schadenspunkte. Dein Streitkolben, dein Sonnenzepter schlägt ein, es gibt Widerstand und ein Aufheulen vom Dämon. Vade Retro, Dämonikus! 16, Travigor. Wer von den beiden sieht denn angeschlagener aus? Du kannst sehen, dass Pergin gerade zu Boden geht. Und der von Pergin ist angeschlagen, der andere weniger, der von Kasim. Dann helfe ich natürlich Pergin. Ich mache einen Wuchtschlag plus 9. Wuchtschlag 9, ja. Noch eine Finte? Ne, die haben vorgezogen, die kann ich mehr parieren. Und du hattest noch deine eine Erleichterung aus der meisterlichen Parade. Um die 8. Spürt den Zorn der sanften Göttin, Unhold! Das sind und 4 plus 8 plus, wie viel waren das? Plus 7, ne? Oder plus 9 von dem... Plus 9. Zweimal plus 9. Zweimal plus 9. 9 und 9 sind 18 und 4 sind 22 TP. Achso, Moment. Was habe ich gemacht? Jetzt 3 plus 18 oder 21. Achso, genau. Gut, reicht auf alle Fälle. Du kannst ihm den Schädel einschlagen und den Kopf ins Innere treiben. Und dann hatte Kasim schon gezaubert, ja. Ich weiß nicht, ich bin gerade ein bisschen durcheinander gekommen mit den Kampfrunden. Hat man nicht eine neue Kampfrunde angefangen? Nee, die hatten alle vorgezogen. Dann sind aber alle durch.
Und die nächste Kampfrunde beginnt. Ich würde ganz gerne mit allen meinen verfluchten Dämonen, die noch leben, vorziehen. Und zwar lösen sich dieser Dämon aus dem Kampf. Ihr dürft einen Passierschlag machen und dieser löst sich ebenso aus dem Kampf. Sie greifen sich die beiden Gefallenen und würden dann versuchen zu fliehen. Währenddessen könnt ihr sehen, wie dieser Dämon und dieser Dämon Kurzbogen ziehen, beziehungsweise schon gezogen haben währenddessen, und jetzt auf euch schießen. Und zwar auf Travigor und auf Geron, weil Geron der andere gefährliche Feuermagus ist. Ja. Passierschlag ist erschwert um wie viel? 8, beziehungsweise 10, aber du kannst auch mal... 1 ist immer dran. Das ist nicht geschafft. Dann kann Travigor noch einen machen. Ach so, die kommen so weit an mich ran. Die sind irgendwo an dir vorbei. Die müssen jetzt die Leichen aufheben, beziehungsweise die gefallenen Dämonen, um sie zurück in die Niederhölle zu bringen. Gibt's da nicht irgendwas? Aufmerksamkeit habe ich? Reduziert es nicht? Nee, die Aufmerksamkeit von denen reduziert deine Probe. Also 17 plus 18, okay. 9. Leider nicht geschafft. Genau. Und haben wir noch einen? Geron steht nicht nah genug dran. Kasim hat noch einen Angriff. Ja, hier war einer. Wie war das? Ist plus 8 oder der Passierschlag? Ja, du kannst einfach, also plus einfach 4 machen. Ich kann die plus 8 auch reinrechnen. Das ist nicht gelungen. Dann sind die Passierschläge misslungen, wieder weil Kurzbögenangriffe einmal auf Travigor und einmal auf Geron. Das ist auf Geron nicht gelungen, aber auf Travigor. Hast du ein Schild? Nein, hast du nicht. Dann kannst du eine Ausweichenprobe machen, plus 8. Ist das jetzt die gleiche Kampfrunde noch oder ist das schon die nächste? Das ist die neue Kampfrunde. Okay, dann versuche ich mal mein Glück. Ich brauche eine 1, glaube ich. Wenn überhaupt. Nö. Gut. Dann bekommst du 8 Trefferpunkte von dem Kurzbogen. Ich glaube, die Entfernung könnte sein, dass da noch einer draufkommt. Ist jetzt gerade egal. Dann bekommst du erstmal 8 TP in dein Torso. Und Geron, 12. Ja, ich setze zum Sprinten an, nachdem ich sehe, dass sie flüchten. Mhm. Warte mal. Hier ungefähr komme ich raus. Jo, Tau, 14. Ich bin noch beim Zaubern. Okay, wie lange dauert das noch? Nochmal 2 Aktionen. Okay, Priodo. Ich würde jedenfalls sprinten nach unten und rufe dabei... Per Noctem ad Lutem! Travigor, du kannst noch reagieren. Du hattest eben nur eine freie Aktion benutzt für den Passierstab. Eine Ausweichenprobe, genau. Ja, das war eine Ausweichenprobe. Es war ein freies Ausweichen. Also muss ich Position machen sowieso, oder? Ja, wenn du willst. Ich glaub schon, ja. Oh, gut. Dann Kasim. Ja, Aktion Bewegung. Nach hier. Mhm. Und? Aktion Hauen. Ja, er hat hier gerade die Seite zugedreht, weil er seinen Dämon gerade aufhebt. Minus 3. Ja. Das sind nur 14. Okay. Ich guck gerade mal, das war der mit... es gibt ein weiteres lautes Wutbrüllen. Und er funkelt dich aus seinen glimmenden Augen weiter an. Sonst passiert weiter nichts. Die anderen Dämonen haben schon gehandelt. Pergin ist zusammengebrochen. Nächste Kampfrunde. Ihr könnt hören, wie weitere Dämonen mittlerweile aus dem brennenden Dorf in Richtung des Marktplatzes stürmen auf ihren Eispferden. Da kommen wohl jetzt gerade wieder noch 5 in eure Richtung. Wie weit sind die jeweils auseinander? Ganz grob 10 Meter, würdest du sagen. Also die sind nicht wirklich gegliedert, die reiten nicht in Formation, die kommen jetzt versprengt aus dem Dorf, nachdem sie mit irgendwelchen Fackeln oder Flammenzaubern alles angezündet haben.
versuchen war, wohl auch den Rückzug der anderen Dämonen zu decken. Zumindest könnte es so aussehen mit einer Kriegskundeprobe. Die anderen Dämonen würden ihre Dämonenbrüder packen und dann versuchen eben auch weiter zu fliehen. Und dann, sprinten ist natürlich schwierig. Ihr könnt, Kasim darf einen weiteren Schlag machen, genau, einen Passierschlag, während sie dann versuchen zu fliehen. Und an dem anderen ist keiner dran. Mit der 2 ist das getroffen. Mit der 2 ist das getroffen, okay. 16. Dann bricht auch der Tod zusammen. Wie gesagt, die anderen Reiter sind dann vor allem auch auf dich in deine Richtung unterwegs und reiten auf dich zu. Dann würde ich mit dem Dämon weiter vorziehen. Der hat seinen Kurzbogen wieder neu gespannt und schießt jetzt in Richtung von Priodur. Und während du auf ihn zuläufst, schießt er dir ins Gesicht. Mit einer 1 bestätigt 1. Oh, halbes Ausweichen. Ja, hast du einen Schicksalspunkt? Ja, ich würde gerne ihn neu würfeln lassen. Okay, das wäre sonst spaßeshalber würfel ich mal den Schaden. Das wären 18 TP. Ich glaube, mein Kopf wäre weg. Oh. Ja, wahrscheinlich. Ist nur eine 6, also ist nur gelungen. Ich kann nochmal ausweichen. Probier ich mal. Ja, du siehst den Schuss auf dich zukommen. Ich lasse einfach mal die 9 liegen. Den fand ich nämlich ganz gut. Es ist halt nicht kritisch. Sind 9 TP, Wundschwelle minus 2. Aber okay, die Rüstung kannst du natürlich ganz normal abziehen. Ich habe im Gesicht keine Rüstung. die Trefferzone musst du trotzdem nochmal selber würfeln. Also er hat jetzt keinen Schuss angesagt oder sowas. Schwertarm. Ja, Schwertarm. Ja. Also er versucht dir ins Gesicht zu schießen, du taumelst zur Seite, versuchst auszuweichen und er trifft nur deinen Schwertarm. Der zweite Kurzbogenschütze schießt auf Kasim. Braucht der beide Aktionen zum Schießen? Nein. Also ja. Nachladen und schießen. Ist wohl ein Meisterschutz. Okay. Würde der getroffen haben? Der hat getroffen. Das ist nicht gut. Kannst du ausweichen? Ausweichen. Ja. Das ist misslungen. Dann bekommst du 6 TP. Und ihr könnt, wie gesagt, weiter sehen, wie der Rückzug der Dämonen versucht wird zu decken, auch vor allem auch jetzt durch die anstürmenden weiteren Reiter. Vor euch auf dem Boden liegen erschlagene Händler oder eben auch euer Begleiter. Also was auch immer die hier tun. Ganz erfolgreich war das nicht. Sie versuchen auf alle Fälle ihre gefallenen Brüder mitzunehmen. Vielleicht habt ihr noch eine Chance. 12. Eron. Komm halt nicht ran, ich muss nur sprinten. Du legst es echt drauf an, ne? Ja. Dann meint nur eine Aktion Position und noch 2 freie Aktionen laufen. Ah, okay. Eine Aktion hast du noch. Was willst du tun? Das wird eine Parade. Also ein Ausweichen vermutlich. Okay, 14, Tau. Ich müsste mit meinem Zauber jetzt durch sein, oder? Der nee. Corpo Fresso? Nee, ich hab noch eine Runde. Was hast du noch? Eine Runde komplett. Gut. Nächste Runde, erste müsste rauskommen. Priodur? Ich würde nicht weiter bewegen. Auf die gleiche Höhe wie mein Mithält. Genau, weil du schon einmal ausgewichen bist, also kannst du nicht weiter sprinten, sondern nur noch deine Geschwindigkeit in Metern. Travigor. Wie weit ist der von mir entfernt? 15, da würde ich rankommen. Dann hast du keine Aktion mehr übrig, aber ja, geht. Ach so, Moment. Kannst auch einen Sturmangriff. Ja, ich kann einen Sturmangriff, oder? Ja.